Kapsel 1, hier Floris-Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Start der Hilfsdüsen. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten. Drehen und bremsen. Primäre Zündung. Jetzt auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung antreten. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Floris ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ICA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Outrider. Schuld ist dir gar nicht. Ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Gestern ist es erschienen am 1.4. Publisher ist Square Enix und Entwickler People Can Fly. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. Ach, so ein bisschen diese Luft ist doch was Schönes, oder? Ich muss sagen, so auf den ersten Blick, es gefällt mir sehr, sehr gut. Es sieht mega geil aus. Erinnert natürlich ein bisschen an Gears of War, das ist ganz klar. Aber ich bin ein großer Fan von Gears. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Das Radar hilft dir, Missionsziele, Gegner und interessante Orte zu finden. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Machen wir doch glatt. Wir haben leider ab und zu mal... Ja, ist doch alles sicher hier, guck mal. Rennt direkt vor uns weg, also hat Angst. Also, alles gut.
Ja, es leckt leider ab und zu mal ein bisschen. Ich habe schon mal rumprobiert und Grafik und so runtergeschraubt, aber es liegt tatsächlich nicht an meinem System, sondern es gibt wohl Serverprobleme. Das zumindest habe ich jetzt gelesen, wäre das Einzige, was mir jetzt groß einfallen könnte, weil auch auf schlechtesten Einstellungen hat es leider ab und zu mal so ein bisschen geleckt, aber okay. Das werden die bestimmt auch noch in den Griff kriegen. Und ich würde sagen, wir werden hier erstmal die Position des Outrider-Lagers markieren. Na schön, Baumfeld. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrider, auf ein Wort. So, wir sollen einmal zu ihm hin. Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vorm Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird's dir keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Hat deine Familie es auch von der Erde runtergeschafft? Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Weiß nicht, ob ich das noch hätte extra auswählen sollen. Keine Ahnung. Sah gerade so aus, als hätte ich es übersprungen. So, fühlt sich echt gut am Boden und an den Füßen. Es war einfach zu lang. Ja. Wir sollen zum Schießstand ein paar Schießübungen machen. Auf jeden Fall krasse Autos. Keine Ahnung, aus was für einem Material die sind, aber anscheinend können die einfach so Bäume überfahren, ohne auch nur den kleinsten Kratzer davon zu kriegen. So, Jakob. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Diesen Blick meinte er. Achso, wir können hier auswählen. Alles klar, Entschuldigung, das habe ich gerade ein bisschen verpasst. Ich bin bereit für ein paar Zielübungen. Der letzte Tag auf der Erde war ein Albtraum. Ja, das auf jeden Fall. Am letzten Tag wurde es echt brenzlig. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Es war ziemlich knapp. Musst du auch ständig daran denken? Ich weiß, es ist irre. Das ist 80 Jahre her. Kommt mir vor wie Tage. Meine Knöchel tun noch immer weh, meine Ohren klingeln vom Gewehrfeuer. Ja, sie kamen zu Tausenden. Alle kletterten übereinander, schlachteten jeden ab, der im Weg war. Sie wollten den Startturm abreißen, die Türen unseres Shuttles einstoßen. Ich war schon in vielen Kriegsgebieten, aber das war reinste Anarchie. Hör mal, den Planeten konnten entweder wir verlassen oder sie. Wir haben getan, was wir tun mussten.
Wir tun, was wir tun müssen. Wir passen aufeinander auf. Das sollten wir. Neben dem Cap und Cuthbert bist du der einzige Überlebende, den ich kenne. Und der einzige, den es sich zu kennen lohnt. Bin froh, dass du es an Bord geschafft hast, alter Scheißkerl. Ich auch. Okay, was hältst du von Enoch? Was hältst du von diesem Ort, Jakob? Echt perfekt. Wunderschön. Wie lange es wohl noch dauert, bis wir alles unter Beton und Plastik vergraben? Ach komm, sei mal nicht so zynisch. Sieh dir nur dieses Tal an. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht steht für uns alle zu viel auf dem Spiel. Einen Planeten haben wir ja bereits auf dem Gewissen. Wenn wir den hier auch verbocken... Muss ja nicht sein. Klar. Vielleicht sind wir ja am Ziel. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr mit einer Knarre unterm Kissen schlafen, uns jeden verdammten Tag Sorgen um Nahrung machen. Ach, glaub's mir, Boss. Ich will, dass das funktioniert. Ehrlich. Nur, Menschen ändern sich nicht. Alles auf schwarz gesetzt, was? Die Bank gewinnt immer. So ist es. So, wir sind bereit für ein paar Zielübungen. Zeit für ein paar Tests. Willst du Zielen üben, Boss? Fangen wir an. Jetzt geht's los. Ist am Anfang natürlich immer erstmal viel Dialog, gar keine Frage, aber glaubt mir, es wird noch sehr, sehr actionreich. So, wir gehen in Deckung. Cooles Ding. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Bam. Kommst du gegen einen Panzer an? Na, nicht mit der Waffe. Der war schon tot. Was ist mit dem Panzer? Der ist nur vorbeigerollt. Das ist natürlich auf jeden Fall eine geile Sache hier. Mal schön Hologramm zum Zielübung machen. Genau wie Fahrradfahren. Probier mal die Handfeuerwaffe. Ach, ich mag einfach so eine Deckungstaktik-Shooter. Ihr wisst, was ich meine. Du kannst es immer noch. Ah, okay. Ich dachte mit der anderen Maustaste. Was macht er denn? Okay, also wir können aus der Deckung schießen. Wir gehen wieder zur Hauptwaffe. Und zwar haben wir hier einen Third-Person-Shooter. Wer hätte es gedacht? Aber es hat wohl auch so ein bisschen Rollenspielcharakter. Das heißt, wir haben wohl Fähigkeiten und so Skills, die wir uns zusammenstellen können und gucken müssen, was die beste Kombination ist. Es gibt wohl auch... Nö, ich würde gerne noch ein bisschen schießen. Es gibt wohl auch 4 verschiedene Klassen, also alles so ein bisschen rollenspielmäßig. Ich denke, das könnte eine sehr, sehr geile Kombination sein. Hab's noch drauf. Outrider, sieh nach, ob unsere ECA-Vertreterin Shira schon Sonden gefunden hat. Munitionskisten erlauben dir, deine Munition wieder aufzufüllen. Wer hätte es gedacht? Aber es sieht schon ziemlich geil hier auf dem Planeten aus, aber ich befürchte doch stark, dass wir hier nicht unbedingt willkommen geheißen werden. So. Wir sollen zu der guten zwecks den Sonden. Erhalt von Sammelobjekten. Notizen können auf verschiedene Weise freigeschalten werden. Halte die Augen offen, kämpfe und schließe Missionen ab. Dann findest du vielleicht alle. So, Frau Goodman. Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh. Hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden?
Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch eine 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt, welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Das Signal ist anscheinend wieder da. Was ist der Plan für die Kolonisierung und glaubst du, die ECA schafft das? Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen. Nein, ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das. Tut mir leid. Fettnäpfchen. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab, wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Lass gerne heute Nacht bei mir schlafen, damit du nicht so allein bist. Gar kein Problem. Was ist der Plan? Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar tausend, nur so viele, wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay, alles klar. Also in den ganzen Kapseln sind noch die Menschen oder auf dem Schiff und die gehen dann erst in die Kapseln. Und wir müssen hier unten erstmal alles so ein bisschen sichern. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles erstmal ein Selfie. Wissenschaft, was? Oh yeah, richtig cool. In 6 Monaten Internet wieder da. Geht das viral auf Instagram, was glaubt ihr denn? So, da haben wir das. Wir müssen jetzt zum Signal. Ach schön, jetzt zieht er den Baumstamm weg. Um den ganzen Spaß zu erkunden. Und was uns da erwartet, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. 17 Uhr kommen die Folgen jetzt immer. Bis dahin. Macht's gut.